meine Süßen und willkommen zu diesem Video. Ich weiß, meine Haare sind ein bisschen sehr ausgefadet, aber heute soll es nicht um meine Haare gehen, sondern um Kunst. Ja, um Kunst. Ganz genau. Das erste, was ich euch zeigen wollte, das war... Hat jetzt zwar nichts direkt mit diesem Video zu tun, aber ich fand es ganz cool, weil wir waren vorhin Schulzeug einkaufen für mich ja dann die 12. Klasse und ich mache das ja dann so, ich mache das nicht mehr in Heftern, in einzelnen, sondern ich nehme mir einen Ordner und da mache ich alles rein. Und ich dachte mir, also von außen sieht das schon mega cool aus, aber ich dachte, von innen kann der genauso cool aussehen und nicht so langweilig mit dem ganzen Schulzeug, deswegen habe ich den ein bisschen aufgepeppt. Ich hatte ja noch ein paar, nicht ein paar, viel zu viele Aufkleber, Sticker von den ganzen Jahren und die habe ich dann jetzt alle da drin verbreitet. So sieht er erstmal von außen aus, das ist erstmal richtig geil. Und so sieht er jetzt von innen aus. Sieht man das überhaupt alles? Ja. Also die Sticker habe ich da. Alle verteilt und ich fand es echt cool. Also, das wollte ich euch nochmal zeigen. Jedenfalls hatten wir in der 11. Klasse ein Kunstprojekt dann laufen. Und zwar. Genau. War das eine langfristige Hausaufgabe und zuerst habe ich ein bisschen geknobelt, was man da denn machen kann. Und ich fand die Idee dann so cool, weil ich dann wirklich eine richtig coole Idee gehabt habe und ich habe da mein ganzes Herz reingesteckt, weil ich das einfach so cool fand. Und das ist im Endeffekt rausgekommen. Also erstmal die Aufgabe, das war ein visuelles Tagebuch zu machen. Wir hatten einen bestimmten Zeitraum Zeit und wir sollten 15 Einträge machen. Und halt Gedanken aufschreiben, Bilder, Videos, alles drum und dran. Und da dachte ich mir, ich mache halt ein richtiges Tagebuch in Buchform. Und dann habe den coolen Umschlag hier dann so gefunden. Und mache daraus halt ein richtiges Tagebuch mit kreativ, also so richtig bunte Seiten mit allen Bildern und Gedanken, die ich an den Tagen hatte. Aufgeschrieben, aufgeklebt, gemalt, was das Zeug hält. Und das habe ich dann am Ende gefilmt. Und die Videos, die ich an den Tagen immer gemacht habe, die habe ich dann eingeblendet. Und ich finde, das Ergebnis ist so cool geworden. Das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da doch gleich mal ein Video dazu für meinen YouTube-Kanal. Und ja, jetzt könnt ihr mein Kunstprojekt der Klasse 11 sehen. Oh mein Gott, ich frage mich, ob das schon mal jemand gemacht hat, einfach eine Hausaufgabe auf YouTube gestellt. Das ist eigentlich total bescheuert, aber ich finde das einfach, dass es mir übelst gut gelungen ist für eine Hausaufgabe. Ich habe da richtig viel Arbeit reingesteckt und deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen. Und genau, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und los geht's!
Wahnsinn, ihr habt wirklich bis zum Ende geguckt. Das ist ja der Hammer. Weil das Video wahrscheinlich ziemlich lang geworden ist. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen grünen Daumen da. Teilt das Video. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Könnt ihr dann auch im Endscreen auf einen Link klicken. Und ja, kommentiert, wie ihr dieses Tagebuch findet, weil ich habe echt viel Arbeit reingesteckt und ich wollte gerne mal eure Meinung dazu hören. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Adieu.